neuen Richtervereinigung und der Internationalen Liga für Menschenrechte möchte ich Sie und euch recht herzlich begrüßen. Nicht, dass es heute um etwas Schönes ginge. Nein, es geht um etwas, das sein muss, an dem kein Weg vorbeiführt. Es geht um eine Situation, die schlimmer wird, wenn wir nicht handeln, wenn wir das Problem den Herrschenden überlassen, den Sicherheitspolitikern, den Überwachungsfanatikern, den Rasterfahndern, denen, die uns das Problem eingebrockt haben, denen, die mit dem linken Auge Menschen rigoros verfolgen und mit dem rechten Straftaten fördern. Wir sind hier zusammengekommen, um Schlüsse zu ziehen aus dem, was bisher über die Rechtsterroristen bekannt geworden ist, wie der Staat darauf reagiert und wie mit denen umgegangen wird, die sich den Rechten entgegenstellen, zu Recht. Was der NSU war, aus wie vielen Personen er bestand, von wie vielen er unterstützt wurde, wie viele Menschen er auf dem Gewissen hat, steht noch längst nicht fest. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass 3 Personen zum NSU gehören und dass er 10 Menschen auf dem Gewissen hat. Zum Teil, zumindest legt es der Prozess in München nahe, liegt sie damit wohl ziemlich daneben. Trotzdem, auch wenn nicht sicher ist, ob der NSU wirklich hinter diesen Morden steckt oder andere Rechtsextremisten, lasst uns den 10 Opfern gedenken. Enver Şimşek, Inhaber eines Blumenhandels in Schlüchtern, wurde am 9. September 2000 im Osten Nürnbergs niedergeschossen, wo er seinen mobilen Blumenstand in einer Parkbank aufgebaut hatte. Er starb 2 Tage später im Krankenhaus. Şimşek war 38 Jahre alt. Abdurrahim Özduku wurde am 13. Juni 2001 in einer Änderungsschneiderei in der Nürnberger Südstadt mit 2 Kopfschüssen getötet. Er war 49 Jahre alt, arbeitete als Schichtarbeiter und half nebenberuflich in dem Ladengeschäft aus. Süleyman Tasköprü, Obst- und Gemüsehändler, wurde am 27. Juni 2001 in Hamburg-Bartenfeld im Laden seines Vaters mit 3 Schüssen aus 2 verschiedenen Waffen ermordet. Er war 31 Jahre alt und hatte eine 3-jährige Tochter. Habil Kilcik, Inhaber eines Obst- und Gemüsehandels, 38 Jahre alt, wurde am 29. August 2001 in München-Ramersdorf in seinem Geschäft erschossen. Mehmet Turgut wurde am 25. Februar 2004 an einem Dönerimbiss in Rostock-Teutenwinkel mit 3 Kopfschüssen ermordet. Turgut war 25 Jahre alt. Er war zu Besuch bei einem Freund und hatte für diesen spontan übernommen, den Imbiss am Vormittag zu öffnen. İsmail Yaşar, Inhaber eines Dönerimbisses, wurde am 9. Juni 2005 in seinem Verkaufscontainer in der Nürnberger Schwabberstraße mit 5 Schüssen getötet. Er war 50 Jahre alt. Theodoros Olaridis, Mitinhaber eines Schlüsseldienstes, wurde am 15. Juni 2005 in seinem Geschäft in München-Westend erschossen. Er wurde 41 Jahre alt und hinterließ eine Frau und 2 Töchter. Mehmet Kubaschi, Besitzer eines Kiosks, wurde am 4. April 2006 in seinem Geschäft in der Dortmunder Nordstadt ermordet. Der Kiosk befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Treffpunkt von Neonazis. Halit Yozgat, Betreiber eines Internetcafés, wurde am 6. April 2006 in Kassel durch 2 Kopfschüsse getötet. Er war 21 Jahre alt. Das Café hatte er erst kurze Zeit zuvor mit dem Geld seines Vaters eröffnet. Michel Kiesewetter wurde am 25. April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn mit einem gezielten Kopfschuss getötet. Lasst uns diese Namen nie vergessen, egal wer sie auf dem Gewissen hat. Sie verlangen konsequentes Handeln, aber keine Verbitterung. Mit Verbitterung werden wir diesen Staat, diese Gesellschaft nicht ändern. Und sie braucht Veränderung.
und unsere Freude daran. So, herzlichen Dank erstmal. Wir haben jetzt ein Vorwort nochmal von Heribert Prantl, das hat er gestern um 22 Uhr geschickt. Das wird uns jetzt Stefan Moos kurz vorlesen.